Mademoiselle, bitte, Sie kommen zu spät. Bloß weil ich 5 Minuten zu spät komme, müssen Sie gleich auf mir rumhacken? Und schon kommt die gute alte Paranoia auf den Tisch. Typisch. Typisch? Typisch wofür denn genau? Hast du jetzt vollkommen den Verstand verloren? Ich bin gezwungen, dich vor den Disziplinarausschuss zu bringen. Bin ich denn nicht politisch korrekt genug? Ist das dein Problem? Mach sie fit für den Rhetorikwettbewerb, damit der Disziplinarausschuss ruhig bleibt. Von Ihnen will ich ganz bestimmt nichts. Meine Zukunft liegt in den Händen von Nella Salah. Fall tot um. Doofe Kuh. Alles gut gelaufen? Er ist ein Rassist. Fatima! Wie haben Sie mich gerade genannt? Um als privilegiert und elitär durchzugehen, brauchst du erstmal ein Gehirn, das richtig gut funktioniert. Haben Sie bloß Couscous im Kopf? Nein, 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 nein. Das ist keine Provokation. Das ist wirklich eine ganz übliche Redewendung. Wann legen Sie endlich Ihre unförmige Pariser Vorstadtaufmachung ab? Wissen Sie was? Ich mag Sie nicht. Was glauben Sie denn eigentlich? Dass wir nicht nach unserem Äußeren beurteilt werden? Dass die Art und Weise, in der wir uns in der Welt präsentieren, unwichtig ist? Die Eloquenz, die Rhetorik, genau das will ich Ihnen beibringen. Immer Recht haben. Scheiß auf die Wahrheit. Ja, das finde ich gut. Das üben wir jetzt. Mitbürger, hört mich an! Du hast mich ja ganz schön verladen. Du bist der Star der Fakultät und er darf weiter den Rassisten rauskehren. Was redest du? Durch dich kann er sich reinwaschen. Er hat dich benutzt, aber du hast ihn doch auch benutzt. Mir war einfach nicht klar, dass ich da überhaupt nicht hingehöre. Das Mädchen, das ich liebe, gibt nicht so einfach auf. Nehmen Sie den Raum ein. Ich will Sie hören. Ich will, dass Ihre Stimme im Saal widerhallt. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, auch wenn ich lügen werde wie gedruckt. Ich weiß, dass sich eines Tages die Erinnerung an etwas Ungeheures an meinen Namen anknüpfen wird. Nehmen Sie den Stift in den Mund, so. Und schön artikulieren. Machen Sie schon, der ist halal. Das war eine Provokation.